Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Kannst du so etwas töten? Willkommen zurück bei Let's Play God of War. Jetzt geht's endlich weiter und auch in dieser Folge mache ich die Hauptgeschichte weiter. Wir befinden uns direkt beim Eingang zu Tyrs Gruft und da stürmen wir jetzt einfach mal rein. Mal wieder müssen wir mit dem magischen Meißel arbeiten, um dieses Portal zu öffnen. Wo haben wir den nächsten Anschlagpunkt? Wo ist er? Na? Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Doch, das kannst du ruhig glauben, Atreus. Denn wir sind mittendrin, statt nur dabei. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Warten wir es mal ab. Was können wir hier in der Sandschale machen? Gar nichts, wa, Atreus? Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Atreus. Komm. Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt! Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Alles habt ihr ruiniert! Ich hab den Scheißhammer verdient! Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Nein! Bleib weg! Nein! Wir sehen uns wieder! Der Bruder, der Junge! Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Auweia, der arme Atreus. Freya um Hilfe bitten ist jetzt das nächste Ziel.
Ja, da gehen wir einmal in eine Gruft und schon taucht der eine dämliche Asengott wieder auf. Und der ist schon wieder abgehauen. Ich habe gedacht, wir können ihn jetzt endlich mal fertig machen. Aber nein, der fette Wichser ist wieder getürmt. Ich möchte ja nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Atreus war wütend und der hat auch sowas wie Spartas Rage in sich. Zu Freya ist es nicht weit. Habt ihr ja gesehen, die Blitze, die er um sich hatte, und dann wurde er einfach ohnmächtig. Und er sieht wirklich nicht gut aus. Na, dann machen wir uns auf den Weg zu Freya. Ist ja nicht weit. Ymir, hast du nichts Tolles zu erzählen? Odins Auge ruht auf dir, vor allem seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck für dich. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er sei sterblich? Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Und damit hat Ymir natürlich gerade auch angesprochen, dass Atreus auch ein Gott ist, aber er weiß es noch nicht und er hält sich natürlich für sterblich. Das konnte ich jetzt zwischen den Zeilen auch lesen. Der arme Kleine, ich hoffe, Freya kann ihm helfen. Aber die hat ja so viel über vier Atreus, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm helfen kann. Ohne Atreus könnte das Spiel ja auch gar nicht weitergehen. Ist meine Meinung. Jemand hat gerade die Schlange gerufen. War das der eine von den Asengöttern? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, der hieß Mogi. Der Typ eben mit seinem Schild, mit seinem Streitkolben. Der hässlichste der nordischen Götter ever. Hoffentlich kommen wir auch gleich rein, aber da oben ist schon die Tür, also haben wir Glück. Er zittert. Es ist ernst, wir müssen uns beeilen. Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn.
Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimir, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark, tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Mit Freyas Boot nach Hause zurückkehren, alles klar. Ausgerechnet Helheim. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Na, das Boot ist ja richtig schick dekoriert mit den ganzen Blumen. Und Kratos hat ja erwähnt gehabt, er hat geschworen, etwas zu begraben und es nie wieder ans Tageslicht zu holen. Und ich kann mir schon denken, um was es sich handelt. Das werden die Chaosklingen sein. Das sind die Waffen, die Kratos eigentlich in jedem God of War Teil hatte. Was heißt eigentlich, er hatte sie in jedem Teil und die fehlen noch. Und Kratos denkt jetzt natürlich über so einiges nach. Was hat er falsch gemacht bei Atreus? Er ist ihm doch sehr, sehr wichtig. Das hat er wahrscheinlich nicht selber für möglich gehalten. Aber jetzt, wo sein Sohn sehr krank ist und vielleicht sogar im Sterben liegt, da wird ihm einiges bewusst. Vater scheint irgendwie schon Gespenster zu sehen oder Götter, die er vor vielen Jahren schon mal getroffen hatte und natürlich auch getötet hatte. Und wie ihr seht, ich kann gar nichts machen. Wir können einfach nur mit dem Boot weiter in den Wildwald fahren. Da vorne ist, glaube ich, sogar eine Anlegestelle und dann müssen wir auch gleich zum Haus rennen und dann werden wir uns die Chaosklingen holen. Ich frage mich, warum das hier alles so blutrot ist. Aber das ist wahrscheinlich wegen der Stimmung. Nicht mal mehr Mirmir sagt was. Oder vielleicht ist er auch gar nicht dabei. Vielleicht wurde er auch in Freyas Haus gelassen. Ich weiß es nicht. Aber Freya kann ja Mirmir gar nicht leiden. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass der Kopf einfach da liegt und die voll quatscht. Auch Mirmir weiß, an welchen Stellen er mal nichts sagen sollte. Alles klar, wir sind endlich angekommen. Wir müssen jetzt schnell zum Haus rennen. Und wir sind natürlich nicht allein. Hier rennen irgendwelche Idioten rum und ich werde schon wieder von allen Stellen gehauen. Und Mirmir ist doch am Start.
brauchst gar nicht mit dem Schwert nach mir schlagen. Hast du keine Manieren oder wie? Oh, gerade wo ich zuschlagen will, haut mich der eine Ficker von hinten. Ja? Entschuldigung für meine Wortwahl, aber ich konnte gar nicht anders. So, ich latsche ich erstmal da gegen den Stein. Du willst ja auch noch eine Packung haben? Naja, habe ich schon gesehen. Aber irgendwie hat das mit dem Block zeitlich gerade nicht hingehauen, mir. Den Kopf im Schnee völlig platt gelatscht. Geile Scheiße. Hinter dir, pass auf! Das habe ich jetzt aber richtig geil geblockt. Wow, 19 Erfahrungspunkte. Wer würde sich nicht darüber freuen? Haben wir uns hier eigentlich, als wir am Anfang des Spiels waren, hier richtig umgesehen? Ich weiß das gar nicht. Na, schau mal einer an. Verlorene Spielsachen, 3 von 4. Aber trotzdem fehlt noch eins. Wo habe ich das vergessen? Ich gehe auf jeden Fall gleich ins Haus rein, aber können wir hier nicht noch woanders vielleicht was finden? Ich habe mich wohl doch nicht gründlich umgesehen. Ah, hier ist ja die Anlegestelle. Nee, von hier kam ich ja gerade. Na egal, dann gehen wir erstmal ins Haus. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Die ganze Welt hat sich gefragt, warum hat Kratos noch nicht die Chaos-Klingen? Warum hat er so eine Frostaxt, die natürlich unabgesprochen geil ist, aber warum hat er nicht die Chaos-Klingen? Und jetzt wissen wir auch warum. Und jetzt können wir hier mal richtig damit am Rad drehen.
natürlich geil. Guckt euch an, was wir jetzt für eine Range damit haben. Hat er noch den anderen geilen Move drauf? Genau. Den wollte ich machen. Boah, ich freue mich schon drauf, die Dinger abzubrainen. Da kann man richtig geile Moves mitmachen. Man muss es natürlich auch ein bisschen kombinieren. Man muss immer leichten Angriff wählen. Man muss dann auch den schweren Angriff wählen. Man darf auch nicht vergessen zu blocken. Da guckt euch an, wie das an Damage reinhaut. Ich finde das richtig geil mit den Waffen. Na, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du hast noch nicht? Du kriegst jetzt erstmal. Oh ja, die Klingen werden dir in Helheim gute Dienste leisten. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt. In deinem eigenen Vorgarten. Nimm die Abkürzung zum Weltreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Zu Tiers Welten kann man zurückkehren. Ja, können wir gleich machen. Was für eine Zwischenkarte? Achso, hier, das mystische Tor. Naja, Mimir, aber eigentlich hätte ich mich hier ganz gerne nochmal umgeschaut, weil ich habe ja jetzt dieses eine verlorene Spielzeug da gefunden und das sind 3 von 4. Ich hätte gerne 4 von 4. Ich habe doch so gerne immer alle Collectibles. Naja, gut. Wir können jetzt, wie gesagt, wenn wir Steuerkreuz links und rechts drücken, zwischen den Waffen wechseln. Haben wir noch ein paar Erfahrungspunkte? Wie sieht denn das aus? Fähigkeiten. Ja, okay. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall schon. Speer des Chaos. Drücken Sie während des Zielens R1, um einen Gegner zu durchbohren und in Kratos Richtung zu ziehen. Verbrennung. Führen Sie Angriffe in schneller Folge aus, ohne Schaden zu nehmen, um die Chaos-Klinge aufzuladen und bei jedem Treffer Brandschaden zu verursachen. Bonusglück und Runenkraft. Elementarhieb. Drücken Sie beim Zielen R2, um einen starken Rundangriff auszuführen, der schweren Brandschaden verursacht. Ja, das mit dem Zielen ist eine Sache, aber ob ich das jedes Mal denn mache? Ich muss mich erstmal damit ein bisschen auseinandersetzen. Ist alles eine Übungssache, wisst ihr ja. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal überschäumende Wut machen. Und dann mache ich noch Chaos-Ansturm. Und dann sparen wir erstmal noch ein bisschen. Oder geben wir hier doch noch was aus? Na, obwohl, das ist auch geil. Das mache ich jetzt doch mal. Das haut richtig rein. Damit treffe ich auf jeden Fall richtig viele. Obwohl Verbrennung auch richtig geil ist. Ja, komm, das hauen wir jetzt auch noch rein. Wir hauen hier alles rein. Und die Gegner hauen danach auch mal richtig rein. Schild, wisst ihr ja, bin ich ja nicht so ein Fan von. Fernangriff, naja, gut, das können wir erstmal sein lassen. Ach so, wir können nur zu Brocks Laden uns teleportieren. Naja, immerhin. Und von da aus müssen wir, glaube ich, runter in Tiers Gruft und da in die Weltenkammer. Ich glaube, Mimir hatte das so gesagt. Ich bin sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Was war denn das gerade? Ich habe Kreis gedrückt, aber da ist nichts passiert. Schon irgendwie komisch. Naja, egal.
Ah, jetzt können wir diese Zwischenwelt hier verlassen. Schön. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Ja, ich habe mich gerade gefragt oder gehofft vielmehr, dass Brock die Chaosklinge verbessern kann. Und ja, er kann. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet. Naja, das passiert ja jedem Mal, war Brock? Nein, wir können sie doch nicht verbessern. Wir brauchen dazu eine Chaosflamme. Nein, schade. Echt schade. Ich kann nicht mal meinen Axtknauf verbessern. Was kann ich überhaupt verbessern? Mir fehlt hier alles. Ich bin echt arm dran. Aber ich könnte mir theoretisch jetzt mal einen anderen Talisman an die Axt bauen. Was haben wir denn hier? Ausweichen in letzter Sekunde aktiviert. Weltenverschiebung, wodurch Gegner in der Nähe vorübergehend verlangsamt werden. Eine Verbesserung verlängert die Dauer des Effekts. Ja, ist das so toll? Ich weiß es gar nicht. Können wir uns überhaupt irgendwas kaufen? Sieht nicht so toll aus. Aber wir könnten uns, glaube ich, einen besseren Knauf mal herstellen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, warum sollen wir das nicht machen? Aber ach komm, das lasse ich. Ich habe hier eigentlich ganz gute Sachen. Oder obwohl, Talisman der des ungebundenen Potenzials. Ja, das war echt schwer zu lesen. Ist auch schon spät, verzeiht mir. Naja gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Helheim. Mal wieder müssen wir das Rad des Weltenbaumes drehen, um zu diesem anderen Gebiet zu gelangen. Hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Ja, mir auf jeden Fall. In Alfheim waren wir ja bereits. Da müssen wir jetzt hin. Aber wir können eigentlich theoretisch noch woanders hin. Und zwar nach Muspelheim, glaube ich. Weltrune zum Betreten dieser Welt fehlt. Ich denke, wir haben schon diese Chiffren, um da hinzukommen. Aber vielleicht können wir das jetzt zu dem Zeitpunkt in der Geschichte noch nicht machen. Oder wir kriegen später wirklich noch eine Rune. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen erstmal nach Helheim. Es ist soweit. Wir machen es wirklich. Und da können wir ja wirklich nur mit den Chaosklingen vorankommen.
Auf geht's. Auf nach Helheim. Dauert natürlich immer ein bisschen lange, ja. Die ganze Show, die hier so gemacht wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es eigentlich... Im Endeffekt ist es ein kleiner Ladebildschirm. Also wir sehen zwar ein bisschen was, es passiert was, aber im Endeffekt werden schon wieder ganz andere Sachen geladen. So läuft das nämlich. Aber ich finde es echt gut. Und ich frage mich, wie er hier wieder herkommt. Aber okay, er hat ja überall einen Laden. Mich wundert hier gar nichts mehr. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte verlieren. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Ja, wollen wir es hoffen. Kratos, wir hätten eine Daunenjacke einpacken sollen. Das sieht hier wirklich kalt aus. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu ihm führen. Alles klar. Ich hatte gehofft, diesen Ort nie wiederzusehen. Also warst du schon mal hier? Wo warst du noch nicht, Mir? Kannst du mir das auch erklären? Hier ist irgendwie so ein Schrein, aber hier komme ich ohne weiteres noch nicht rein. Naja, egal. Wir können jetzt zu allen Welten nachher nochmal zurückkehren. Ich muss mich hier über gar nichts mehr wundern. Wenn ich da irgendwo nicht reinkomme, komme ich da nicht rein. Das ist jetzt der neue Move, den wir gekauft haben. Guckt euch die Range an. Echt geil, ja? Also ich finde es wirklich geil, mit diesen Waffen hier zu kämpfen. Und jetzt brennen die auch. Also eben haben sie noch gebrannt. Hallo Jungs, darf ich hier auch mal was machen? Jungs, ja, ist ja gut. Alter Falter, was habt ihr denn hier für ein Problem? Ihr habt wohl Langeweile. Ich habe wirklich ausweichen gedrückt, ich kam da nicht mehr raus. Gut, ich hätte es ja mal mit Blocken probieren können, aber auf die Idee bin ich gerade nicht gekommen. Das war ja unnormal. Mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Naja, mache ich gleich mir. Keine Sorge. Spartaner-Ansturm. Leichter Runenangriff. Ein Sprintangriff der Gegner mit einem brennenden Schild rammt und leichten Brandschaden verursacht. Das ist extra für die Chaos-Klingen. Interessant. Können wir gleich mal reinnehmen. Und können wir auch gleich mal verbessern. Kann ja nicht schaden, ja? Haut auf jeden Fall rein. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hölzerne Klingengriffe. Haben wir noch was Besseres? Nee, wir haben nur das. Aha. Was haben wir denn da? Ein Rabe. Hey, das war der sechste. Echt geil. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Alles klar. Jetzt weiß ich, wie ich durch diese blauen Dornen komme. Mit den Chaosklingen. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich hier aber ein bisschen besser aufpassen, nicht, dass ich wieder so viel Schaden nehme. Irgendwer kommt da noch. Oder da kommen ein paar Jungs angerannt. Wie ihr seht, wenn wir die auf Distanz halten, durch die Range der Klingen, die haben echt keine Chance. Sehr schön, wieder ein bisschen Gesundheit erhalten. Na, reicht das noch nicht? Wollte gerade sagen, wann verbrennt denn das mal? Die Jungs halte ich mir diesmal gleich auf Distanz.
Oh, da stimmt was nicht. Hier sollten nur die gerade Gestorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Das klingt ja nicht so toll. Haben die heute hier Happy Hour? Darf da jeder rein oder wie ist das hier, Mimir? Ich denke, du kennst dich hier aus. Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal hier den Weg frei. Das sind echt viele Leute, da hat er schon recht. Oder viele Tote. Super, jetzt bin ich wieder voll. Wo bin ich denn nur gelandet? Ach so, ich muss hier sogar lang. Glaube ich jedenfalls. Aber ich finde die Klingen echt geil. Also ich muss mich jetzt mit der Steuerung von den Klingen oder von den Moves noch ein bisschen mehr auseinandersetzen und ein bisschen mehr drauf eingehen. Es muss übergehen. Ihr wisst ja, was ich meine. Und dann können wir echt Spaß mit den Teilen haben. Na? Guck mal, ich habe auch ein Schild. Ja, deins ist schöner. Ich weiß. Ach so, du willst hier wieder Schildduell machen? Kannst du haben. Oh, so haben wir aber nicht gewettet. Wir könnten mal vorher Bescheid sagen. Boah, der eine Typ da hinten nervt. Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh, scheiße. Ja, man kann auch echt blocken in der Zeit. Das hatte ich gar nicht gewusst, dass man trotz dessen man angegriffen wird, man auch noch blocken kann. Manchmal ist das ja so in den Spielen geschaltet, wenn ihr wirklich eine nach der anderen fangt, könnt ihr manchmal gar nichts machen. Kennt ihr es sicherlich. Da können wir schon mal hoch. Und was haben wir hier unten? Eine tiefe Schlucht, wo wir nicht drunter springen könnten. Mhm. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Jungs fangen mir echt an, auf den Sack zu gehen. Das kann's aber noch nicht gewesen sein. Ich wette, gleich kommt wieder eine Gegnerwelle. Das sieht mir nach einem Arena-Kampf hier aus. Und, was habe ich gesagt? Oh,
Eigentlich habe ich gerade noch überlegt, blocke ich jetzt oder lasse ich das lieber? Ist schon geil, wenn der brennt. Alter, was hat er für eine Range? Ja, Jungs, ist gut mal hier, ja? Darf ich auch mal wieder was machen? Ich bin hier der Spieler, ich nehme das auf. Ihr müsst auch mal das machen, was ich möchte. Das muss hier gut aussehen im Video. Oh, scheiße. Oh, fuck, ich bin ja gleich im Arsch. Oh, ich brauche einen Gesundheitsort. Schnell, Kratos, mach die fertig. Dieses Valhall, liegt es in Hel? Oh nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Na, das sagst du. Andere sehen das sicherlich ganz anders. Wundert euch nicht, warum ich jetzt nochmal zurückgehe. Ich glaube, da oben war noch eine Truhe. Roschen gefunden. 2 von 5. Da können wir vielleicht rausklettern, wenn wir drankommen. Also hier müssen wir jetzt auf diese blauen Dornen immer achten. Ich möchte an diese Truhe rankommen. Da oben war nämlich einer. Ganz genau, die meine ich. Aber das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Wie kommen wir jetzt hier nochmal runter? Ach, hier vorne. Ich muss sagen, Atreus, der fehlt mir richtig. Es ist wirklich langweilig ohne ihn. Aha, jetzt können wir da hoch. Boah, Kratos, warum du immer da runterkrabbeln musst, Mensch. Kannst du nicht da einfach runterspringen? Jedes Mal derselbe Scheiß. Können die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Naja, wir zum Beispiel. Wir haben ja manchmal nichts Besseres zu tun. Wir können uns für die Aktion gerne freiwillig melden. Nee, aber mal ganz ehrlich, ich finde das echt affig manchmal, dass wir aus einer bestimmten Höhe nicht einfach so runterspringen können. Also manchmal geht es ja, aber manchmal auch nicht. Habt ihr ja gesehen, ich musste diesen Vorsprung runterklettern. Und das war jetzt nicht allzu hoch für den allzu bekannten Gott des Krieges, wenn ihr wisst, was ich meine. Hier komme ich nicht ran, hier brauche ich Atreus. Oder kann ich das mit denen? Nee, kann ich nicht. Oder wenigstens ein Harzkristall. Ach nee, geht der auch nicht. Selbst auf die Harzkristalle muss ich ja schießen. Oder müsste Atreus in dem Fall dann schießen. Die Brücke der Verdammten.
Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Alter Falter, was ist denn das für ein Teil? Heftig. Soll das Odin darstellen? Der Rabengott? Oder was auch immer? Ach, guck mal an, Kratos. Hier kannst du auf einmal runterspringen, wa? Hm, kurios. Aha, ein Gesundheitsorb. Na ja, gut, den lassen wir erstmal liegen. Wahrscheinlich ist hier vorne auch wieder einer drin. Keine Ahnung, was den so sauer gemacht hat, aber der hat anscheinend schon von uns gehört. Lass mal gucken, wie den sein Angriffsschema ist. Also der portet sich ja ab und an mal hin und her. Wir müssen ein bisschen ausweichen. Alles klar, das kriegen wir hin. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Und ihr wisst ja Bescheid, wenn wir von diesen riesen Bolzen getroffen werden, dann müssen wir sofort wieder einen Termin beim Kieferorthopäden machen. Der nutzt das Ding ja fast wie eine Knarre. Ich habe gerade gedacht, er schießt. Oh, scheiße. Der war nicht so gut. Wo ist er denn? Wie konnte der Sack mich denn jetzt treffen? Okay, das ist neu. Diese kleinen Leuchtkugeln, ich glaube, davon dürfen wir auch nicht getroffen werden. Irgendwas hat gerade meinen Schlag geblockt. Bin mir aber nicht ganz sicher, kann auch eine Täuschung gewesen sein. Sollte mir mal einen Gesundheitsorb holen. Okay, der Dicke hat uns gerade angehaucht. Da rutschen wir auch mal von weg. Oh, mal was ganz Neues. Kann ich mir den Fettsack jetzt schnappen? Oder teleportiert er sie gleich weg? Okay, seine Gang ruft da auch noch zur Hilfe. Oha, okay, das war knapp. Okay, wir machen mal wieder einen Termin beim Kieferorthopäden. Es muss ja mal wieder sein. Scheiße. Da holt man sich einmal Gesundheit und wird sofort dafür bestraft. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Komm, Kratos. Komm, ein bisschen Power brauchen wir noch. Keine Ahnung, wo der Dicke ist. Ich gucke mich jetzt nicht um. Sollte erstmal reichen. Ach, das ist er ja. Komm, wir hauen mal noch ein bisschen Rage rein. Wir verkloppen nicht mal so, ja? Hauen wir dem ein paar Mal eine Nüsse und dann geht das schon. Ach, ist mir jetzt egal, was hinter mir ist. Ich kloppe jetzt erstmal den Fetten vor mir. Ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Runter! Mitfahrgelegenheit gibt's hier nicht. Was war denn das für ein Sack? Hängt das hier einfach an mir dran? Hat er wohl gedacht, der ist mein Rucksack oder wie? Okay, jetzt müssen wir uns den Dicken hier schnappen. Oh, scheiße. Kratos, warum hast du die Klingen nicht drinne? Warum hast du die Klingen nicht drinne? Das habe ich auch gerade gesehen. Aber ich habe mich gerade gewundert, warum ich die Klingen hier nicht drin habe. Was soll denn der Scheiß? Okay, ich muss ein bisschen weiter weg. Der kloppt ja seine eigenen Jungs weg, das soll mir nur recht sein. Bisschen Gesundheit holen.
Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann kommen wir wieder. Ich verpasse jetzt mal ein. Das fand er natürlich nicht so toll. Ja komm, deine Session kennen wir ja schon. Der Dicke braucht nicht mehr viel. Aber jetzt ist er stinksauer. Kann ich mir den Fettsack jetzt schon greifen oder nicht? Ja, war knapp. Komm, einer geht noch. Ganz genau. Der muss doch gleich down sein. Wo ist der denn? Ach, da vorne. Ich glaube, ich kann mir den seinen Stein aufgreifen. Ich will ja nichts Falsches behaupten, aber... Oh, nein! Ich habe mich genau da rein teleportiert. Quatsch, ich bin genau da ausgewichen, wo er ankam. Scheiße. Okay, jetzt können wir uns den Dicken schnappen. Na, das nenne ich doch mal einen Finisher. Der war ja richtig geil. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Hier sein. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Zu Tyrs Weltenkammer zurückkehren. Aber irgendwie will Mirmir uns nicht ganz alles erzählen. Was ist das für ein Teil da hinten? Warum sehen wir Zeus? Es ist eine Illusion. Das ist das Land der Toten. Hier kommen jetzt so viele Leute rein. Und die werden auf einmal alle durchgelassen. Das ist ein bisschen sehr merkwürdig, wie ich finde. Chaosflamme, eine kleine Flamme ohne Ursprung, die aber in alle Richtungen brennt. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit können die Chaosklingen verbessert werden. Sehr schön, das ist wie Musik in meinen Ohren. Wenn wir die Chaosklingen verbessern können, ist das echt toll. Ich muss mir das Teil da hinten nochmal aus der Nähe angucken.
ist ja ein riesengroßes Federvieh. Wie gesagt, ich hätte darauf getippt, dass das Odin, der Rabengott, in irgendeiner Form wäre, aber was weiß ich schon. Was können wir denn hier machen? Psst! Ah! Psst! Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt. Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Brock, ganz ehrlich. Was hast denn du geraucht? Oder was hast denn du genommen? Und wie schnell warst du gerade in Midgard und wieder zurück? Respekt, Alter. Fetter Respekt. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, in der Mitte ist du. Jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also Brock ist jetzt wieder weg. Okay, ich bin gerade ein bisschen perplex. Nee, ich will das hier aufmachen. Ich will hier raus. Achso, ich muss das wahrscheinlich irgendwie umgekehrt machen. Oder geht die Tür? Achso, alles klar. Die Tür geht so auf. Habe ich ja nicht gewusst. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas machen können. Muss ich mir jetzt den Wind da wiederholen und den da in die Tür einsetzen? Wahrscheinlich schon, oder? Aber irgendwann später muss ich mit Atreus auf jeden Fall hierher nochmal zurück. Da sind ja überall so eine Harzkristalle. So, jetzt haben wir den Wind. Wenn Kratos mal sprinten würde, wäre das echt toll. Achso, wenn ich das jetzt hier wieder rausziehen würde, komme ich ja nicht durch die Tür durch. Aber ich kann das auch von der anderen Seite machen. Oh nein, nicht hier schon wieder. Auch geil. Einen Nacht mal auf den anderen geschmissen. Und den anderen Jungen damit nur einer reingauen. Was haben wir denn hier oben? Aha, ein bisschen Rage. Ja, nehmen wir gerne mal mit, wenn das schon mal hier rumliegt. Gesundheit brauchen wir zwar nicht, habe ich jetzt aber eingesammelt. Da ist auch nochmal Gesundheit. Ja, und wie gesagt, hier hinten komme ich nur ran, wenn ich Atreus an meiner Seite hätte. Das muss man sich ja alles merken. Hier gibt es ja so viele Orte, wo man nochmal im Endeffekt zurück kann. Ist schon krass. Da ist auch nochmal eine Truhe. Naja gut, jetzt nehmen wir uns erstmal wieder den Wind. Rennen damit schnell zur anderen Tür. Und dann kommen wir hier durch. Du brauchst gar nicht aus dem Boden gebrochen kommen, hier verpasse ich gleich mal ein paar. Immer diese Rucksack-Touristen hier, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich habe geblockt. Ich weiß ganz genau, dass ich Block gedrückt habe. So, mal schauen. Wo können wir denn hier alles was noch machen? Da können wir schon mal nicht runter. Hier vorne brauchen wir auf jeden Fall irgendwie noch den Wind, aber wahrscheinlich geht das irgendwie nicht. Ich würde gerne diese Tür hier noch öffnen. Oder bleibt die Tür gar offen? Muss ich mal ausprobieren.
Ganz toll. Nee, bleibt es leider nicht. Nee, kann ich mir nicht holen. Da vorne muss es noch irgendwie was geben. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Ach so, da oben ist ja noch was. Und das muss ich jetzt da einsetzen. Und dann sollte die Tür auch aufgehen. Ich sprinte einfach mal zurück. Warum nicht? Leute, darf ich mal durch? Ich bin Arzt. Da hinten gibt es einen Notfall. Ich wurde zur Hilfe gerufen. Nerven einfach nur. Ha, habe ich geblockt, wa? Damit hast du nicht gerechnet. Dafür kriegst du eine mit dem Schild. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Der Hässliche ist immer noch am Start. Was kann ich denn hier machen? Kann ich mir irgendwie... Nee, das Tor ist komplett auf. Hier kriege ich jetzt keinen Wind mehr. Na, egal. Müssen wir uns nicht drüber wundern. Rennen wir einfach erstmal weiter. Wahrscheinlich gibt es hier noch ein paar andere Wege, die wir gehen könnten, wenn wir den Wind immer mitnehmen. Zum Geier treffen die mich denn immer? Und der eine Typ, der hier auch denkt, pausenlos auf mich einzuschlagen? Es reißt nicht ab. Da sind wieder Rucksacktouristen. Der wollte schon wieder... einen Rucksack machen. Habt ihr das gesehen? Immer wenn die so anspringen, machen die einen Rucksack. Scheiße, ich wollte eigentlich was ganz anderes drücken. Ich wollte bei der Nacht mal eigentlich ranziehen. Genau so. Und dann wollte ich ihn wegschmeißen. Haben wir hier noch ein paar Gesundheitsorbs? Oh, wow, ein Hacksilber. Damit kann ich beim Schmied richtig was reißen. Geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, mach ich ja Bock. Mach ich doch. Aber ich möchte doch noch die Chaosklingen verbessern. Verbesserung von Chaosklingen. Erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Wer hätte das gedacht? Was haben wir hier noch? Auferstehungssteine. Berserker-Auferstehungsstein. Klingenknauf. Ja, auf jeden Fall. Das können wir herstellen. Stärke und Ruhen. Stärke Abklingzeit. Stärke und Ruhen. Stärke und Glück. Aber der hier oben hatte doch Abwehr und Glück. Oh ja, den stelle ich mir jetzt mal her. Und den habe ich gleich mal ausgerüstet.
Aber ist der jetzt nur in den Chaosklingen oder ist der jetzt auch in der Frostaxt? Geile Scheiße, wir können ihn ja nochmal verbessern. Sollte ich das tun? Nee. Mach's gut, Brock. Ich muss mal kurz was gucken, und zwar bei Waffen. Leichter Griff des Schutzes. Nee, ich hätte gern den anderen. Einen schweren Runenangriff für die Chaosklingen haben wir noch nicht. Tödliche Griffe des Schutzes. Ja, das hätte ich auch gerne, wie gesagt, in der Axt, ja. Naja, gut. Dann ist das so. Wir können uns ja demnächst noch einen anderen Griff herstellen und den für die Axt dann verwenden. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Dein Vater war Zeus? Endlich verstehe ich! Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Pantheon verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Asche. Ich denke mal, er wird es irgendwann irgendwie schon erfahren. Wenn es ihm mir nicht sagt, dann erfährt das von irgendjemand anders. Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hel dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Na, das ist ja toll. Vielen Dank, Brock. Dann brauche ich nicht laufen oder mit dem Boot fahren. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Jetzt geh einfach. Auf zur Hexenhöhle. Also, ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Na, ja, immer doch. Das können nur wir. Ich schaue jetzt nochmal hier vorne zur Klippe. Irgendwas war doch da, wenn ich Kreis gedrückt hatte. Na, jetzt ist hier kein Symbol mehr. Was hätte ich denn hier machen können? Wundert mich gerade. Echt kurios. Ich hoffe, das Tor zur Hexenhöhle erscheint gleich. Denn wir müssen ganz schnell zu Atreus. Da vorne ist die Tür. Na, geht doch. Hier sind wir falsch. Aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Das Herz.
Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das ist schön zu hören. Vielen Dank, Freya. Und schön, dass du wieder da bist, Atreus. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Das ist echt schade, Freya. Naja, gut. Nochmals vielen Dank, dass du den Kleinen geheilt hast. Also ich hab mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte,
Du hast interessante Freunde. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich mache jetzt, dass ich hier rauskomme, denn sonst komme ich hier nie raus. Wer weiß, über was sich die beiden gleich sonst noch unterhalten. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Dann gehen wir zurück zum Boot. Aber können wir nicht hier vorne wieder diese Winde nutzen? War das nicht so? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir konnten doch per Schnellreise jetzt wieder zurück zu Brocks Laden. Er hatte doch gesagt, dass er da was gemacht hatte. Ich möchte sagen, das geht. Ich versuche das mal. So, wir haben jetzt den Wind befreit und dann müsste ich das hier vorne eigentlich reinkloppen können. Aber für was ist es jetzt wieder gut? Ich verstehe das noch nicht ganz. Brock hatte doch gesagt, er hat diese Schnellreisepunkte mehr oder weniger irgendwie modifiziert. Aber so richtig verstehe ich den Sinn noch nicht. Wir haben den Wind jetzt hier vorne, also irgendwie müssten wir den ja wieder irgendwo anders hin transportieren können. Wahrscheinlich geht das erst später. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zum Boot zurückkehren. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon wieder lang genug. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Könnt mir gerne ein Abo da lassen, wenn ihr wollt, könnt gerne das Video kommentieren, wenn ihr wollt, oder vielleicht sogar eine Bewertung da lassen und natürlich vielleicht sogar das Projekt weiterhin unterstützen. Das wäre echt toll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge, dann heißt es auch wieder Let's Play God of War. Mein Sohn, wir kämpfen nicht, weil uns die Welt dazu zwingt. Wir kämpfen für etwas Größeres. Wir dringen ins Unbekannte vor, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Nochmal.